Hätte schon längst ein Knubbel sein müssen. Was ist denn hier los? Ich glaube, es hakt. Guckt euch das mal an, hier ist gar nichts. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Subnautica im Spielbär LP 10-jährigem Jubiläum, meine lieben Freunde. Wir spielen noch einmal Subnautica und erleben noch einmal die besten Momente in diesen ganzen Spielen, die ich über die Jahre so gespielt habe. Zum Beispiel so tolle Momente, wenn ich hier im eigenen Saft gegrillt werde. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, meine lieben Freunde, tatsächlich. Magnetit bekommt man hier unten tatsächlich im Lost River. Ich muss nur jetzt mal schauen, ja, wo jetzt genau, weil der Lost River ist natürlich groß. Der ist jetzt nicht so klein und ja, da muss ich jetzt mal schauen. Ich meine, das war in den etwas höher gelegeneren Gegenden, wenn es das hier gab. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Subnautica reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts um meiner Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier alles so findet. Genau, ich brauche Magnetit für ein Kraftwerk. Denn wir müssen ein Wärmekraftwerk bauen tatsächlich. Und das brauchen wir für unser Dock. Weil wir das bauen müssen, damit wir die Upgrades bekommen für den Krebsanzug tatsächlich. So, ich sehe aber leider, muss ich sagen, kein Magnetit hier, an den Wänden zumindest nicht. Ich muss auch ein bisschen aufpassen wegen meinem Antrieb. Da muss ich jetzt schauen, dass ich nicht hier plötzlich keine Energie mehr habe. Kann das sein, dass es das vielleicht hier so ein bisschen an den Dingern gibt. Ich meine, ich kann auch mal zu diesem Baum natürlich. Das wäre auch eine Idee. Das ist cool hier. Guckt euch das mal an. Ich glaube, das haben wir auch uns noch nie so richtig mal aus der Nähe angeguckt hier. Oh, ja, ich weiß, warum wir uns das nicht aus der Nähe angeguckt haben. Deswegen haben wir uns das nicht aus der Nähe angeguckt. Weg? Wo ist er? Da hinten. Okay. Ich glaube, ich bin so klein, dass er mich nicht gesehen hat. Ich muss auch, glaube ich, jetzt langsam mal an den Rückweg denken. Also hier sehe ich jetzt kein Magnetit, muss ich sagen. Was ist denn das hier eigentlich? Jetzt, genau, jetzt. Ah, da ist es. Okay, wir brauchen nur eins, wir brauchen nur eins. Alles gut, alles gut. Jetzt schnell zurück. Gottes Willen, meine lieben Freunde, ich sag's euch. Man muss auch einfach mal auf Abwägen gehen, ne? Das ist nett bei Subnautica. Da wird man immer belohnt dafür. Jetzt ist nur die Frage, schaffe ich es noch zurück, bevor mir der saure Stoff ausgeht? Das geht jetzt nämlich doch ein bisschen schnell. Oh, das sind 350 Meter. Das ist schon ganz schön übel jetzt. Ja, die große Tauchflasche ist zwar groß, aber so riesig ist sie nun auch wieder nicht, ne? Wenn mir jetzt der Seegleiter ausgeht hier. Schnell, mach hinne. Zieh, 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 um Gottes Willen. Zieh doch, mach doch, komm. Um Gottes Willen, da wird es jetzt halt so mal richtig spannend hier direkt am Anfang der Episode. Nicht schlecht. Aber ihr habt ja gesagt, ich soll mir an meine Grenzen gehen. Und das tue ich. Genau das tue ich jetzt. Guck mal, noch reichlich Zeit gewesen. Hätte ich noch tiefer reingehen können in die enge Spalte, meine lieben Freunde. So, jetzt muss ich mal gucken. Was brauchen wir hier? Yeah. Genau, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Dann können wir jetzt das Wärmekraftwerk direkt bauen. Ja, ich muss leider, also ich habe mir eigentlich vorgenommen, keine Base zu bauen. Aber ja, es geht leider nicht anders. Ich muss eine bauen. Einfach weil... Ja, weil ich sonst, wie gesagt, die Tiefenmodule nicht machen kann. Also was heißt bauen, eine Base bauen? Ich brauche halt dieses Tiefenmodul, also hier dieses, ne? Gedönsi hier brauche ich. Jawohl, und da kommt Stromo rein. Das kann ich eigentlich hier auch alles stehen lassen. Ja, ist ja mal gut hier jetzt, genau. Das kann ich ja eigentlich hier auch alles stehen lassen. Also wir brauchen Titan, Computerchip und Kupferdraht. Impf, wie er hier immer gegrillt wird. Aber ich habe genug Medkits, um das zu kompensieren. Alles gut. Ich habe immer noch nicht den Panzeranzug gemacht. So, wo hatte ich das jetzt alles reingepackt, was ich für die Konsole gebraucht habe? Warte mal, erstmal hier Titan raus. Ne? Das brauchen wir auch.
Hey, habe ich das nicht alles noch dabei? Das Einzige, was gefehlt hat, ist doch das Titan, oder nicht? Warte mal jetzt ganz kurz. Das ist aber das Ding, wenn man... Ja, ich habe alles noch, alles gut. Wenn man immer zwischen den Aufnahmen immer einen Tag hat, dann vergisst man immer so ein paar Sachen direkt wieder. Kurzzeitgedächtnis und so, ja. Steig, was kommt? Mann, da ist er wieder zu inkompetent, um sich mal die Leiter zu grabben. Unglaublich. Naja, egal. Man kann ja mal ein bisschen länger an dem heißen, kochenden Wasser drin bleiben, ne? Ist ja überhaupt kein Problem. So, jetzt können wir das endlich machen hier. Denn es ging ja darum, dass wir das erste Tiefenmodul für den Krebsanzug machen. Genau, da brauchen wir den Blastahl jetzt noch. Blastahl. Und jetzt muss ich mal gucken. Wir hatten... Irgendwer meinte, ich hatte schon einen Barren und den habe ich wohl... irgendwie liegen lassen oder so. Im Schrank hätte ich einen gehabt irgendwie. Also hier in dem Schränken schon mal nicht. Aber gut, das kann jetzt auch schon wieder hinfällig sein, was da geschrieben wurde, weil ich ja jetzt schon wieder ein bisschen gespielt habe. Hatte ich einen oder hatte ich keinen? Einen Barren. Ah doch, da ist einer tatsächlich. Ich hatte wirklich einen tatsächlich. Haha, ihr habt recht gehabt. Unglaublich. Naja, guter Hinweis. Ja, immerhin nutze ich ihn jetzt auch noch, ja. Seht ihr? Und so seid ihr halt auch irgendwie Teil dieses Spiels. Ich habe auch schon gelesen, jemand hat, wenn er selber Subnautica, sie selber Subnautica spielt, das einfach nebenbei laufen lassen, das Let's Play, damit man nicht so alleine spielt quasi. Das ist auch eigentlich spannend. Ein Tiefenmodul, Stufe 1, genau. Und jetzt brauchen wir eigentlich noch, ja, eigentlich bräuchte man den Wärmereaktor ja noch, aber ja, ist auch nicht, eigentlich egal. Na, den Sprungantrieb bräuchte man eigentlich noch. Schwefel, Titan, Lithium. Ja, das, ich glaube, das wäre noch schon auch ganz gut noch. Da muss ich mich mal schnell heilen und dann können wir mal hier unten nochmal Schwefel suchen. Ich kann das aber eigentlich auch alles schon mal einsetzen jetzt in Krebsanzug. Kann man das von hier eigentlich? Erweiterungsmodule. Ja, kann man. Sehr gut. 1300 Meter Zerstörungstiefe. Weißt du was? Dann steige ich jetzt einfach mal einen Krebsanzug ein und dann machen wir das vom Krebsanzug aus. Was soll denn der Geiz? Guck mal hier, da können wir doch hier direkt jetzt mal hier rumlaufen und uns den Schwefel einfach mal grabben, oder nicht? Ach nee, können wir nicht. Ich kann mit dem Ding ja nicht grabben. Jetzt muss ich erst mal gucken. Genau, warte mal. Ja, genau. Wurfhakenarm ist schon mal am Start. Das ist schon mal gut. Aber ich kann den, ich kann jetzt nicht greifen, weil ich keinen Greifarm habe. Das ist natürlich blöd. Aber ich kann zumindest so lange hier rumlaufen, bis ich Schwefel finde. Das ist schon mal gut. Wo ist er denn, der Schwefel? Schwefel brauchen wir. Ja, ja. Schwefel, Schwefel, komm zum Bärchen. Also die Geräusche von den Viechern, seit ich jetzt das Spiel lauter gemacht habe, irgendwie für mich selber, muss ich sagen, sind die Geräusche von den Viechern schon ganz schön krass, ey. Also von manchen von denen. Also insbesondere von denen, die wir hier jetzt gerade am Start haben. Ist das da drüben? Was ist denn das? Das Gold, das bringt mir nichts. Silber hier. Warte mal, ich muss mal hier mal ein bisschen hoch. Oh, hä, wo bin ich denn gelandet? Ach so. Okay. Ich werde jetzt mal mit dem Wurfhakenarm mich rausziehen hier. Mit dem Wurfhakenarm, Herr Spielbär. Nicht mit dem Bohrerarm. Ich überlege ehrlich gesagt gerade, ob ich mal hier so runtergehen soll. Also hier muss es auf jeden Fall noch mehr Schwefel geben. Ich weiß halt nicht, ob es da unten welchen gibt. Weil eigentlich ist da unten ja auch diese Säure. Also so rein von der Herangehensweise wird es wahrscheinlich schneller gehen, wenn ich hier so ein bisschen rumschwimme. Ah, das ist schon cool mit dem Krebsanzug. Ohne Flachs, ne? Das ist schon einfach cool gemacht. Ich steig mal hier kurz aus. Ich will mal das ganz kurz mal abchecken. Weil ich meine, also eigentlich müsste es hier reichlich Schwefel geben. Normalerweise, ja. Übrigens, diese Viecher... Für alle, die das noch nicht so auf dem Zettel haben, das sind die Jungtiere von den großen Ghost-Leviathanen tatsächlich.
Das sind die Babys von denen. Und das fand ich schon ganz schön krass, als ich das erfahren habe. Weil die sind eigentlich so friedlich, ne? Und die Ghost-Leviathane sind so hochaggressiv. Wo man sich so denkt, ja, warum eigentlich? So, Schwefel, Schwefel. Müsste es eigentlich hier oben geben. Ich wollte jetzt mal hier hochtauchen, weil ich dachte mir jetzt gerade, bis ich hier oben angekommen bin mit dem Krebsanzug, dauert das, glaube ich, zu lange. Jetzt haben wir immerhin schon mal das Lithium. Da ist Schwefel. Drei Stück brauchen wir. Eins. Ich weiß nicht, hatte ich noch welchen? Im Zyklop? Ich weiß gar nicht. Ah, oh, Alter. Das ist Säure halt, ne? Das ist schon ein bisschen schmerzhaft wahrscheinlich. Verdammt, ey. Hier gibt's ja kaum was. Das ist ja eher bärmlich. Da ist was. Sehr gut. Zwei Stück haben wir. Okay, drei Stück. Au. Drei Stück und wieder zurück. Hier ist auch der Ghost-Leviathan unterwegs. Da muss man natürlich noch extra aufpassen. Ich werde mir, glaube ich, gleich noch Medkit reinpfeifen, sicherheitshalber. Eins haben wir noch, sehr gut. Schon ein bisschen was verloren jetzt, ne? An Leben, da muss man jetzt nicht overboard gehen. Und ja, ich weiß, es ist kein Hardcore-Modus. Aber trotzdem, man muss es ja nicht krass überstrapazieren auch. So, dann gehen wir mal rein und holen uns noch die anderen Komponenten. Ich weiß jetzt gar nicht, ich muss auch mal gucken, was ich da jetzt noch gebraucht habe. Für das Sprungtriebwerk. Also, für das Sprungtriebwerk brauche ich... Was brauche ich? Wo ist es? Wo ist es denn? Da! Titan noch und, Nickel! Hatten wir hier noch Nickel jetzt drin? Nein! Okay. Titan haben wir auch nicht mehr. Okay, das ist schlecht. Warte, aber das ist... Nee, das ist gut, weil das kriegen wir ja mit dem Dings. Mit dem Krebsanzug. Da müssen wir mal farmen. War hier jetzt kein Nickel mehr drin? Gar kein Nickel mehr? Gar nichts mehr? Hier ist ja gar nichts drin in dem Schrank. Ja, war kein Nickel mehr da, wie es aussieht. Der Schrank, da ist kein Schrank. Okay, dann müssen wir wohl mal, ja, nach Nickel suchen wieder. Mhm. Und mal farmen noch. Also mit dem Krebsanzug mal ein paar Titanknubbel mal abfarmen noch. So, Nickel gab es da hinten. Da hatte ich welches gesehen. Impf. 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 Ja, Impf. Impf. Mein Seegleiter ist fast alle. Das muss ich auf jeden Fall auf dem Zettel behalten jetzt gleich. Nickel, 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 Nickel. Nickel, wo ist es denn nochmal? Auf jeden Fall hier so beim Wasserfall müsste es eigentlich, also beim Säurefall, es ist Säure, Herr Spiel, wäre nicht Wasser. Im Wasser bin ich gerade. Da haben wir Diamanten. Ja, Mann. Das ist immer dasselbe, ja, weißt du, wenn du dran vorbeischwimmst, musst du es halt immer mitnehmen, weil du weißt halt nie, wann du es vielleicht noch mal gebrauchen kannst. Und meistens ist es so, man schwimmt dann dran vorbei, weil man sich denkt, ach, das brauche ich doch sowieso gerade nicht. Ja, und dann ein paar Minuten später braucht man es dann doch. Und dann denkt man sich, ah Mist, hätte ich es mal mitgenommen. Genauso ist das immer. Okay, haben wir. Und jetzt schnell zum Krebs. Sonst haben wir gleich wieder hier... Da ist wieder noch was. Ah! Erstmal Säurebad nehmen, genau. Aber das wird wieder knapp, das wird wieder knapp. Knapper als letztes Mal, glaube ich. Aber musste jetzt mal sein. Ich brauche das Nickel, sonst kann ich nichts anfangen. Komm schon, zieh. Ich glaube, ich kann gleich auch die Zelle austauschen direkt. Ja, geht alles, geht alles. Vielleicht nicht durch den Qualmer dadurch, das muss nicht sein. Ja, jetzt wird es mit den Medkits schon auch noch ein bisschen eng, ne? Muss ich doch mal welche rausholen hier, warte. Ah, wo waren sie denn? Hier, genau, nimm mal da gleich noch eins raus. Für den Fall der Fälle, nicht wahr? So, also. Schwefel haben wir. Habe ich jetzt alles für dieses verdammte Sprungmodul.
Ach nee, Titan fehlt ja noch, stimmt. Ah, Mann. Ja, das müssen wir noch farmen, aber das muss ich mit dem Krebsanzug machen. Lass das mal machen. Und wenn wir das jetzt alles haben, dann können wir nämlich direkt dann runter ins Biom. Ist das hier Titan zufällig? Oder war es Blei? Alles war Blei. Da können wir nämlich direkt runter und können uns gleich direkt noch das Kyanit besorgen. Man muss sich halt doch ein paar Sachen auch mal besorgen hier. In Subnautica. Also ich habe es ja gelobt auch, ne, weil es ist ja mit dem Farmen, es ist ja jetzt ein Spiel, was nicht so den Schwerpunkt darauf legt auf Farmen. Aber ich finde schon, ab und zu muss man sich schon auch mal was besorgen. So ganz ohne geht's dann doch nicht, ja. So, mal gucken, wo jetzt hier ein Titan... War hier nicht sogar einer hier unten drin? Ich bin doch vorbeigelaufen vorhin, oder nicht? Ah ne, das war Kupfer hier unten. Irgendwo da. Sehr gut, das ist Titan. Da schnabulieren wir uns doch gleich mal. Jawohl, wir farmen mit dem Krebsanzug Ressourcen, meine lieben Freunde. Jawohl, guck mal. Ich finde das auch cool, dass er sich das gleich reinsaugt. Wenn wir es uns besorgen, dann saugt er sich gleich rein. Hervorragend, so muss das sein. Jawohl. Ich glaube, da haben wir die Menge schon. Aber ich fahre mal den ganzen Knubbel, ne? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel hat eigentlich reingepasst in den Lagerraum vom Krebsanzug. War so viel, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, zwei von diesen Ressourcenknubbeln maximal haben da reingepasst und das war's dann schon. Das war's, ne? Genau. So, dann geh mal rüber zum Dock. Ich dock jetzt mal spaßenshalber mit dem Ding im Dock an, ja, also ausnahmsweise machen wir das jetzt mal. Muss ich jetzt nicht aussteigen, spare ich mir ein paar Medkits. Ha, perfekt, habt ihr das gesehen? Also steuern, muss ich mal sagen, kriege ich noch echt gut hin, also das muss man wirklich mal sagen. So, Sprungmodul, ah ja, ich muss es auch rausnehmen, Herr Spielwehr. Wo waren das nochmal drin? Hinten drin, ne? Nein! Mann, da haben wir immer diese Lücke da dazwischen. So, warte. Stopp. Vorsicht. Vorrat ansehen, genau. 1, 2, 3. Ne, haben wir schon. 5 Stück brauchen wir, genau. Sehr gut. So, dann haben wir das. Warte, hier. Sprungtriebwerk, meine lieben Freunde. So, jetzt war hier noch irgendwas. Was war denn da eigentlich? Keine Ahnung, irgendwas konnte man da oben gerade auch noch machen. Egal. So, jetzt warte, auf der anderen Seite sind die Dinger. Die Upgrade-Module. So, und da packt man das mal rein. So, hervorragend. Jetzt können wir höher springen, tiefer tauchen, bohren und uns festdengeln. Nicht schlecht. So, jetzt muss ich nochmal ein Medkit nehmen am besten. Ich hätte jetzt natürlich auch noch warten können, dass ich nochmal auftauche vielleicht. Ich muss nämlich jetzt nochmal schnell trinken. Essen und trinken. Und dann können wir mit dem Krebsanzug uns mal Kyanit besorgen, tatsächlich. Das können wir mal machen. Aber erst nachdem ich hier mich nochmal an meinen Pflanzen verlustiert habe. Nicht schlecht. Mal diese dicken Dinger hier mal in den Mund nehmen, schnell. Hervorragend. Immer rein damit. Sehr nice. Guck mal. Mehr. Ah, noch geht noch was. Geht noch was. 100. Jawohl. Sehr schön. So, warte mal. Inventar mal vielleicht nochmal leer machen, oder? Ah, ne. Brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Brauchen wir nicht. Vielleicht noch Medkits mitnehmen. Das könnte eine gute Idee sein. Wenigstens eins. Man kann ja auch durch Warp herausgeworbt werden, theoretisch. Und das wäre nicht so geil, gerade hier im Vulkangebiet, wenn man da rausgeworbt wird. Ja, ungünstig. Nein, was machst du? Geh raus. Tja, was war denn das gerade wieder, ey? Oh Mann. Springt da raus, nur um wieder reinzuspringen. Hervorragend. So, dann machen wir uns mal darüber auf. Würde ich sagen. Und dann kann ich ja mich gleich mal, warte, gleich mal pullen hier, genau. Sehr schön, dann geht das nämlich auch gleich viel schneller. Guckt euch das an. Ah, ist das geil. Guckt euch das an, wie geil das aussieht. Ich liebe es. Wow, Vorsicht.
Leviathan-Babys. So, hier müssen wir, glaube ich, schon aufpassen hier bei diesem Durchgang hier vorne. Da könnte es schon Warper geben, tatsächlich. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich nehme jetzt nochmal... Autsch. Ich nehme jetzt nochmal hier den Titan raus. Damit wir, damit wir Platz für das Kyanit haben, wenn wir es finden. Das ist ja da hinten, genau. Ich glaube, das war relativ weit vorne, die ersten paar Kristalle davon. Da müssen wir gar nicht so weit rein in das Biom. Aussteigen sollte ich hier möglichst nicht. Also jetzt kommen wir halt wirklich auch ins Lava-Gebiet rein. Müsste jetzt hier unten eigentlich kommen. Und da wird es natürlich dann richtig heiß, ne? Okay. Hä? Müsste es hier nicht eigentlich weitergehen? Ah, ne, eins hier drüben noch, okay. Ja, das war gerade, ich habe mich ganz kurz falsch erinnert. Ich dachte, ja, nee, alles gut. Ja, hier, wo diese Wasserfälle sind. Oder Säurefälle, ich glaube, das ist immer noch Säure tatsächlich. Sieht noch ein bisschen blau aus hier. So, Vorsicht. Hier am Eingang gab es direkt Warper. Wir müssen auf diese komischen Larven aufpassen. Oben habe ich einen gesehen schon. Die Larven, die saugen uns halt die Energie ab. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Aber wir können dieses Wärmekraftwerk für den Krebsanzug halt auch erst machen, wenn wir Kyanit gefunden haben. Insofern, ja, brauchen wir das Zeug halt. So viel wie möglich. Am besten, naja, am besten gleich zwei Knubbel davon besorgen. Das wäre schon gut. Wir nüppeln dich mal hier irgendwie so an die Wand ran. Genau, dass wir mal ein bisschen... Bisschen Speed machen hier. Bisschen mal nach vorne ziehen ist keine schlechte Idee. Ja, jetzt muss ich bald gucken, dass ich mal ein bisschen mich... Schwingen wir uns mal lieber so. Genau, dann restauren wir ein bisschen... Bisschen Momentum. Wie schnell ist man hier eigentlich gestorben, wenn man hier... wenn man hier ausgestiegen ist, wenn man den Panzeranzug nicht hatte? Das ist eine gute Frage. Wo ist denn hier Kyanit? Ich sehe überhaupt nichts. Ich dachte, es wäre weit vorne, aber irgendwie muss ich gerade mit Entsetzen feststellen, dass so weit vorne das gar nicht ist. Genauer gesagt, habe ich noch keinen einzigen Knubbel gesehen. Was ist denn da los? Haben die das irgendwie... Haben die das irgendwie reduziert? Ohne Witz. Hier hätte doch schon längst was sein müssen. Ohne Spaß. Hier hätte schon längst ein Knubbel sein müssen. Was ist denn hier los? Ich glaube, es hakt. Guckt euch das mal an. Hier ist gar nichts. Das ist neu. Das ist definitiv neu. Das ist nicht so weit vorne, dass es quasi da gar nichts gibt. Das war ja vorher... Also früher war das so. Da ist was. Früher war das so. Du konntest... Na toll, Warper. Du konntest ganz weit vorne was abgreifen. Die Dinger sind auch viel kleiner. Guckt mal. Also früher konntest du richtig weit vorne Kyanit bekommen. 5 oder so? 5 oder so. Okay, sehr gut. 3, nice. Blöd ist, ich kann nicht nachgucken, wie viel jetzt genau drin ist. Weil ich mich jetzt, glaube ich, ein bisschen verzählt habe. Dann hätten wir jetzt schon mal so viel, wie wir für ein Kraftwerk brauchen. Da ist nochmal was. So, wo ich jetzt auch aufpassen muss, ist, ich darf mich jetzt nicht richtungstechnisch verzetteln. Na, wenn wir das jetzt haben, gehen wir natürlich sofort wieder zurück. Schnapp's dir, genau, hol's dir rein. Wir besorgen es uns, meine lieben Freunde, aber so richtig. Was war denn das? Ey, hör auf, geh weg. Ey, was ist denn das? Da wäre ich angefressen. Das finde ich uncool. Alter! Okay, ich glaube, das reicht, ist gut. Der macht mir hier gerade die Hölle heiß, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann halt nicht reparieren, weil ich nicht aussteigen kann. Warte mal, jetzt muss ich aufpassen hier. Wir müssen uns erstmal an die Wand orientieren wieder. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir von da aus dann wieder zu dem Eingang zurückkommen. Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Warte mal, das ist das Zentrum. Da müssen wir weg. Wir müssen in die andere Richtung, da lang. Oh, oh, da ist der tote Leviathan-Gerippe. Der hat sich da verirrt so ein bisschen. Nicht da unten rein in das Loch. Das ist ganz schlecht.
Da kommen wir nämlich dann dahin, wo wir erstmal gar nicht hin wollen eigentlich. Das ist ja dann noch ganz weit weg. Ich muss halt auch aufpassen wegen der Zerstörungstiefe. Wir sind nämlich sehr nah dran. Wir brauchen nämlich eigentlich noch ein Tiefenmodul. Ich muss da nach drüben, muss ich, glaube ich. Ich bin, glaube ich, gerade sehr, sehr dicht an der Zerstörungsgrenze dran gewesen, ey. Ohne Witz. Also ich glaube, ich hätte nur so 2 Meter tiefer gemusst teilweise. Und dann hätte es mich erwischt. Oh nein, Warper, scheiße. Versuch mal hier so lang. Mal ein bisschen beschleunigen, dass wir hier schneller durchkommen. Scheiße, aber irgendwie glaube ich, ich bin falsch hier. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen verfranst, oder? Komme ich hier wieder zurück? Ich glaube, hier komme ich wieder zurück. Ja, okay. Das ist der Weg. Das ist der Weg, meine lieben Freunde. Das ist der Weg. Versucht mal hier auf diesem Absatz zu landen. Das wäre gut. Oh Mann, wie gut ich aber noch steuern kann, das Teil, ey. Das muss ich jetzt auch mal wirklich mal sagen, ja. Das ist ja schon fast koryphäenhaft, was ich hier mache. Oh, scheiße. Gib Gas. Gib Gas, gib Gas. Jetzt bloß nicht sich rauswarpen lassen. Das ist aber... Deswegen habe ich den Wurfhakenarm gebaut und habe da so einen großen Wert drauf gelegt. Weil wenn der Warper kommt, kann man sich schnell an eine Wand grabben. Und kann sich halt mal von dem einfach auch mal fernhalten, ne? Beziehungsweise, ja. Der Wurfhakenarm ist halt für den Krebsanzug die beste Fortbewegungsart. Man kann sich so wie Indiana Jones hier an den Felswänden so lang... Ja, mit der Peitsche halt, ne? Oh, Indiana Jones, ne, der neue. Da habe ich auch schon wieder ganz schlimme Sachen gelesen. Ich weiß nicht, ey. Ich glaube, den gucke ich mir gar nicht an, ohne Witz. Ich meine, der vierte war schon nicht so geil. Der war schon so ein bisschen grenzwertig. Und was ich so über den ganz neuen jetzt gelesen habe, da zieht es mir schon so ein bisschen die Schuhe aus. Naja, egal. So ist das halt, ja. Also, werde ich mir nicht angucken, glaube ich. Brauche ich, glaube ich, nicht. Und wenn ich ihn mir angucke, dann warte ich, bis er irgendwie da mal auf Disney Plus kostenlos kommt. Also, wenn ich sowieso das Subscription-Dings habe, dann habe ich ja eh schon dafür bezahlt, quasi. Insofern ist es dann auch wurscht, wenn ich ihn mir da angucke. Aber viel erwarte ich nicht, sagen wir es mal so. Gut, dann haben wir das tatsächlich. Nice. War doch gar nicht so schwer, oder? Ich glaube, ich habe nicht mal so eine Larve abgekriegt. Scheint zumindest so. Ich sehe keine. Zumindest nicht auf meinem Visier. Da klebt nichts. Wenn, dann klebt sie vielleicht hinten dran. Ja, bin ich mal gespannt. Da können wir jetzt ja noch schnell auf jeden Fall... Das Wärmekraftwerk für den Zyklopen würde ich auf jeden Fall noch machen. Und dann würde ich auf jeden Fall noch das Wärmekraftwerk für den Krebsanzug noch machen wollen, auf jeden Fall. Diese zwei Sachen, die sind schon wichtig. Und dann können wir auch Batterien und Energiezellen alles Mögliche aufladen. Also Energiezellen nun nicht. Aber zum... Doch, doch, natürlich, Energiezellen, natürlich können wir die aufladen. Weil wir müssen ja nur ins Warme fahren. Und dann laden die sich ja von alleine auf. Also, für beide Fahrzeuge tatsächlich auch. Wenn die halt beide ein Wärmekraftwerk haben, dann laden die sich bei beiden auf. Ist schon cool eigentlich. Ah, schade. War leider abgedriftet. Komme ich von hier jetzt hoch? Zufällig? Nee. So lustig, wie man sich hier so festhalten kann an den Felswänden. Fliegt mal so hoch hier, genau. Sehr schön. Komm schon, lauf. Du schaffst es. Mal ein bisschen nach vorne ziehen. Jo. Klappt alles. So. Stopp, bleib mal hier auf dem Absatz, genau. Hey, ich glaube, es hackt. Willst du mich hier wohl... Ja, Leute, ich stehe auf ihm drauf. Haha. Sehr gut. Ich bin ihm auf den Kopf gesprungen, wie der Super Mario. Nice. Kann ich das Ding eigentlich reparieren von hier? Nee, schade, geht gar nicht. Man kann den gar nicht reparieren von hier. Okay. Ja. Kyanit rausholen. Vorrat ansehen, genau. Nimm mal das Kyanit raus. So, was brauche ich jetzt? Warte mal.
Wir machen erstmal für den Krebsanzug, würde ich sagen. Oder nee, für den Zyklopen machen wir erstmal, weil der kann sich dann nebenbei schon mal aufladen. Der ist ja hier im Warmen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das nochmal mache. Was brauche ich denn dafür? Also Kyanid offensichtlich brauchen wir, aber was noch? Wir brauchen Polyanilin und Kabelsatz. Okay, bei Polyanilin, scheiße, da bin ich gar nicht sicher, ob ich das überhaupt machen kann. Warte mal. Was brauche ich denn dafür für Polyanilin? Was war denn das? Ah, Gold und Salzsäure. Ja gut, Gold gibt es hier unten reichlich. Salz, was war Salzsäure nochmal? Oh, Tiefenpilz. Ja, den kriegen wir hier auch. Und, aber Salz, da weiß ich nicht genau, ob wir das hier unten kriegen. Da muss ich mal gucken. Salz kann tatsächlich jetzt ein Problem sein. Also den Tiefenpilz kriegt man hier, wie gesagt. Warte mal, der ist sogar hier gewesen. Vorhin habe ich den irgendwie hier gesehen. Jetzt ist nur die Frage, ob man hier unten auch Salzablagerungen bekommt. Ich meine, ein bisschen Salz haben wir noch im Schrank, glaube ich. Dann müssen wir damit vorlieb nehmen, was wir im Schrank haben erstmal. Aber gut, ich brauche zweimal Salzsäure. Warum braucht man denn auch immer zwei Sachen von allem? Warum denn nicht einfach nur mal eine? Das ist so nervig. Ich glaube, ich werde jetzt noch die Batterieladestation bauen direkt. Weil dann können wir nämlich die Sachen, die wir jetzt schon leer gezuzelt haben, die können wir dann zumindest schon mal aufladen. Sag mal, bin ich blöd? Ich weiß doch genau, dass es hier unten die Tiefenpilze gab. Wo sind die denn nur schon wieder, ey? Aua, nein, warum hängst du denn jetzt da fest, Mann? Geh da mal raus. Jesus Christ. Sag mal. Also ohne Scheiß, ne? Ich bin mir sicher, dass es die hier unten gab. Aber wo denn nur? War das vielleicht doch eine Etage weiter oben da? Da, wo der Leviathan rumgegurkt ist. Vielleicht gibt es da oben ja auch Salz. Mal gucken. Das Ding ist, ich habe jetzt noch nicht mal eine große Salzquelle gesehen hier unten. Und das ist natürlich ungünstig. Ja? Sonst müssen wir nochmal raus und müssen nochmal Salz holen. Ich glaube, da müssen wir aber nicht weit... Ja, das war... Nein, ich habe keine Batterie mehr. Scheiße. Okay, warte. Ich muss irgendwo anders die Batterie rausnehmen. Gib mir mal hier das. Ja, genau. Mach die mal raus und nimm mal hier die rein. Okay. Warum habe ich keine Batterie dabei, ey? Das gibt's ja gar nicht. So, Tiefenpilz, Tiefenpilz. Hey, ohne Spaß, ich sehe ja keinen Tiefenpilz. Das kann doch gar nicht sein. Bin ich echt so Banane jetzt, dass ich das jetzt echt so total durcheinander bringe hier gerade? Das gab's doch hier unten. Ich spinne doch jetzt nicht. Anscheinend ja doch, aber irgendwie... keine Ahnung, ey. Das ist, die Verwirrtheit nach dem Aufstehen, glaube ich. Ich guck gleich nochmal da rechts bei dem Baum. Irgendwo gab's die hier unten. Irgendwo gab's die. Die heißen doch Tiefenpilze, lol. Die heißen ja nicht, Oberflächenpilze. So, atmen, 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 genau. Und dann nochmal runter und nochmal rein hier. Warte, wir müssen zum Baum, da. Hält er das aus? Wenn ich da jetzt zum Baum tauche? Ich meine, also hier müsste es auf jeden Fall Tiefenpilze geben. Ja, da sind sie doch. Menschenskinder, Spielbär, das ist auch einfach haben können. So, wie viel waren das jetzt? 3 Stück oder so, glaube ich. Nee, 2 irgendwie pro Säure. Ja, und jetzt brauchen wir halt Salz. Und da wird es jetzt wahrscheinlich dran scheitern, weil ich... meine, hier unten gibt es keinen Salz. Aber ich bin, also zumindest nicht das Kleine, dass man es einfach mal so aufheben kann, wenn dann. Also wenn, dann gibt es die großen Knubbel vielleicht noch. Hm. Ich habe aber noch keinen großen Knubbel gesehen, das ist das Ding. Ich guck mal nach, was wir noch an Salz haben. Ich hatte ein bisschen was im Schrank gehabt, glaube ich. Ja, guck mal, hier haben wir Salz. Okay, so, wie viel haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwo Salz? Ja, 2 Mal. Okay, das könnte schon ausreichen tatsächlich. Mensch, der Wahnsinn. 1 Mal Salzsäure und... Okay, wir brauchen nochmal Tiefenpilze. Aber
So, Sekunde, was? Also ich habe schon, ich kann einmal Polyanilin machen, genau. Aber ich brauche nochmal Polyanilin, genau. Das heißt, nochmal Tiefenpilze grabben. Ja, dann haben wir das doch auch, nice. Dann haben wir gleich direkt das Ding zum Aufladen. Weil ich meine, wenn wir jetzt schon mal diesen Run machen, ja, dann können wir uns auch vernünftig mal ausrüsten hier, würde ich sagen. Mit unserem Krebs und unserem Zyklopen, dass wir so eine richtig schöne, voll einsatzbereite, mobile Anlage haben quasi. Ich glaube, das ist schon nice, wenn wir das so machen. Dass er Energie bekommt und so. Ist wahrscheinlich jetzt eh auch an der Zeit, dass wir uns da jetzt mal... Dass wir das jetzt mal machen, weil ich glaube, sonst kann ich gar nicht so viele Energiezellen craften, wie ich verbrauche irgendwann. So, Salzsäure, genau, Salzsäure und nochmal Gold rausholen. Das haben wir ja hier reichlich. So, hervorragend. Dann kann ich das Rezept auch wieder abpinnen jetzt. Jetzt weiß ich ja Bescheid. So, was hatte jetzt noch gefehlt? Schon wieder vergessen. Ach ja, ein Kabelsatz, genau. Ja gut, der ist jetzt nicht so das Thema, glaube ich. Zweimal Silber haben wir ja zum Glück noch. Kabelsatz und dann gib ihm. Und dann gleich einsetzen, das Ding. Wunderbar. Gleich mal hier rein damit. Und damit haben wir ein Wärmekraftwerk. Und wir kriegen Energie. Richtig? Müssten wir eigentlich jetzt bekommen normalerweise. Müsste langsam aber sicher... Jawohl, es geht nach oben, meine lieben Freunde. Und nicht mehr nach unten. Nice. So, jetzt könnte man tatsächlich auch gleich noch eine Batterieladestation bauen. Weil das sich jetzt tatsächlich lohnt. Jetzt bräuchte ich natürlich nochmal einen Kabelsatz. Weiß gar nicht, haben wir noch so viel Silber jetzt? Ich glaube, das war jetzt nicht mehr ausreichend so von der Menge her. Ich nick mal ein paar Sachen weg. Ich nick mal den Tiefenpilz und den Knubbel weg. Kyanit haben wir jetzt schon wieder nicht mehr genug, um den tiefen Dings zu machen und das Kraftwerk zu machen für den Krebsanzug. Da brauchen wir noch mehr tatsächlich. Aber gut, ist jetzt erstmal wurscht. Hauptsache, der Zyklop hat erstmal was. So, wir brauchen Silbea. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, glaube ich. Weil so viele Knubbel, wo das drin sein kann, gibt es hier tatsächlich nicht hier unten. Hier wäre so ein Knubbel, glaube ich, oder? Naja, das ist... Jetzt finden wir wahrscheinlich exorbitant viel Lithium und so. Wir brauchen diese runden Knubbel. Die runden. Oder ich kann es auch farmen natürlich. Das kann ich natürlich auch machen, ja. Hier müsste... Jawohl, okay, einmal. Ja, jetzt brauchen wir nur noch einen und dann haben wir es schon. Ein Knüppelchen. Da, bitte, 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 bitte. Aha, Blei. Und dann kommt wahrscheinlich gleich wieder Gold raus beim nächsten und dann erst wieder Silber bestimmt. Einen runden brauche ich noch. Einen ründlichen runden, da. Komm schon, Silber, komm. Nein, Gold. Das brauche ich doch nicht, Mann. Einen runden Knubbel noch. Einen noch. Dann kann ich es machen. Da. Nein, da ist noch einer. Ja, ich hab's. Ich kann's machen. Ich kann die Ladestation, weil da kann ich nämlich gleich diese tolle Energiezelle aufladen. Dann hält mein Seegleiter nämlich gleich direkt wieder länger. Wunderbar. Da wäre ich direkt angefaucht. Schnell, schnell, schnell. Sehr gut. Na, wie viel Energie haben wir schon aufgeladen jetzt? Mal schnell das Ding hier machen. Wie viel Energie haben wir geladen? Wir haben jetzt schon 889. Ja gut, es dauert natürlich ein bisschen. Wir sind ja auch noch nicht im richtig heißen Bereich. Wir sind ja hier noch so im mittelheißen quasi. Deswegen kann ich ja auch noch hier rumschwimmen ohne Panzeranzug.
Wenn wir jetzt tiefer ins Lava-Biom gehen würden, dann... Herr Kupferdraht, genau. Wenn wir jetzt tiefer ins Lava-Biom gehen würden, dann würde das natürlich noch schneller aufladen, ne? Dann könnte ich nur nicht mehr raus, das ist das Blöde. Weil mir ja der Anzug fehlt. So, dann schiebt man gleich genau die Zelle da rein. Dann hole ich jetzt gleich noch die anderen Batterien hier unten raus. Und dann lassen wir die mal gleich noch aufladen. Hä? Sind da volle Batterien? Oh, tatsächlich. Eine volle und eine nicht ganz so volle. Wir brauchen... Ja gut, die müssen wir dann in den Zyklop dann einsetzen, wenn die anderen wieder aufgeladen sind am besten. Dann können wir die leeren Energiezellen jetzt auch aufladen. Und an der Stelle endet diese Folge Subnautica. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt auch gerne hier an der Stelle in die anderen Videos reinschauen, die verlinkt sind. Und ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber dann bekomme ich eine prozentuale Beteiligung am Kaufpreis. Und das ist eine super Unterstützung, wenn ihr Spiele kauft und einfach den Creator Tag einsetzt. Vielen Dank an der Stelle, wenn ihr das schon gemacht haben solltet, und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Subnautica. Bis dann, ciao, ciao!